Professor und willkommen zu einer Folge von Ultimate Team. Ich hoffe, Trap verkackt jetzt nicht wieder. Wow, 80 scheint ausgeglichen zu sein. Oh nein! Nicht wieder dieser 80er-Stürmer da! Auch interessant ist, die linken Flügelspieler am linken Mittelfeld spielen lassen. Wir begrüßen Sie, liebe Fußballfans, am Kommentatorenmikrofon heute Mani Beugmann und Frank Buschmann. Wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite und Sie sollten mal den Mani Beugmann sehen. Oh nein, Lex. Na, dann legen wir los. Oh nein, bitte nicht. Geh mir weg mit dem Lex. Blödes Regenwetter. Oh mein Gott, nein! Der Schiedsrichter und... Verfahren, bitte sei ein Anschlusspunkt. Bitte, Verfahren. Und dann mach ihn rein, Mann. Okay, Jets ist ein Verfahren. Haben wir ihn am Ball? Wie wär's mal mit Freistoß oder so? Oh ja, das gibt Freistoß. Und rote Karte? Sie haben einige Freistoßspezialisten in ihren Reihen. Haben wir? Die gelbe Karte gleich am Anfang. Aber diese Linie muss er jetzt auch durchziehen. Der geht nur jetzt rein. Freistoß jetzt. Wow, war der gut geschossen! Das war der beste Freistoß in FIFA, den ich in meinem Leben geschossen habe. Wie wir hier sehen, ist es dem Torwart zu verdanken und sonst kein Alter. Nicht den Weg ins Ziel gefunden. War der gut geschossen. Also Verfahren, wenn wir Freistöße schießen, nehmen wir ab sofort und immer Jessas und Verfahren. Alter, gib mir mal rot. Mal im Ernst. Ja, gelb-rot! Ja! Ja, dieser Lacker! Wir wissen alle, was das bedeutet. Gelb-rot, auf Wiedersehen. Ciao, ciao! War schön mit dir. Nein, du warst scheiße. Alter, der kann auf Distanzschüsse schießen. Schließ den Ball an, Mann. Boom! Snitch! Wie platziert vor allen Dingen? Komm, De Bruyne. Wieder so wie vorhin. Was sagst du? Ernsthaft, ist dein Ernst, dass du gerade Pause gedrückt hast? Ist es dein... Unentschieden. Nein, jetzt kriege ich wieder keine Punkte, Mann! Nein! Oder hat es jetzt Eindruck gegeben? Oh, Junge, ich hasse das. Wir hatten so eine gute Chance. Das macht mich traurig. Das macht mich traurig, aber da machst du nichts. Come.
wir schon Gegner waren. Ernsthaft? Warum findest du keinen Gegner? Schmarr. Endlich. Oh, der ist Mai 2015 angefangen. Nice, läuft bei ihm. Also kann er gar nicht so gut sein, außer Erik. Der kann nicht so gut sein. Oh. Alter, das ist ein Ernst, den zerfickten wir. Hey, der ist bis auf die Chemie richtig schlecht. Den zerstöre ich. Endlich mal jemand, den ich zerstören kann, Snitch. So, oh nein, steht da mit diesen nervigen Ziffern. Wir freuen uns auf das Spiel. Oh, begrüßen Sie ganz herzlich. Manni Breukmann und Frank Buschmann. Oh, wie hässlich. Und herrliche Stimmung hier. Und da freue ich mich natürlich an der Seite von Manni, dieses Spiel begleiten zu dürfen. Jetzt. So unsichtbares Spiel. Oh nein, ich muss schon mich jetzt nicht die 32, die ich da sehe, sondern die 1 und die 34. Oh Gott, dammit. Er macht erstmal Jensen auf Handstyle, nur dass er nicht schießen kann. Choupo-Moting. Wow, impressive. Impressive! Oh. Hier im Stadion waren schon viele aufgesprungen, die dachten, der Ball sei drin. Nichts da, der Keeper ist noch rechtzeitig. Das ist ein 82er Keeper. Er gehört schon etwas mehr zu. Erstmal schon mit Rätsel gemacht. Hä? Was war das für hart? Alter, Kevin De Bruyne läuft erstmal vorbei und der eine hat sich jetzt bestimmt eiskalt verletzt. Wenn dieser Jammerlappen nicht, wenn dieser Jammerlappen keine Zweikämpfe spielen will, dann ist er hier falsch. Kagawa? Wir wissen, dass er es kann. Du wisst doch, was das ist, was alles kann. Also diesen Torwart bezwingst du heute nicht. Den, doch. Also wenn der so ein Ding doch hält, was willst du dann noch machen? Ja, wir bezwingen den locker. Ist es Mr. Weichei? Nein, ich habe das nicht. Oder doch, wahrscheinlich. Jetzt ist er ganz... Ja, Mann! Will ich ihn bezwingen? Snitch. Erstmal getroffen. Läuft auf jeden Fall viel besser mit meinem Flügelteam. Erstmal richtig hart gerockt. Oh. Heute hatten wir ein Unentschieden, eine Niederlage und einen Sieg. Was? Es leckt. Gleich kommt die Verbindung unterbrochen, aber das ist mir egal, weil das zählt mir als Sieg. Das ist mir dann doch egal. Na? Nein, es geht weiter. Warte. Hat er hochbekommen? Kevin Trapp gegen Gomis. Ja! Gehalten! Wow! Die Worte. Unglaubliche Aktion. Haha! Ja. Unglaubliche Aktion. Okay, Kevin Trapp, du hast die Hälfte deiner Fehler vom letzten und vorletzten Spiel gut gemacht. Und dann hat keine Rote bekommen. Und deswegen bin ich eigentlich ganz glücklich. Schiedsrichter sein ist schwer. Nein, glaube ich nicht. Gut, dass er hier so als Player seine Schwere.
Oh shit. Oh damn it. Oh shit. Oh damn it! Oh, aber den hätte Tab gehabt. Hätte er gehabt. Er stand da viel zu gut. Und wenn Gommis keine Elfmeter halt kriegt, dann kann er mir doch nicht erzählen, dass er den dann halt hat. De Bruyne. Und das ist De Bruyne. Das ist De Bruyne! Kevin De Bruyne! What the fuck? Geklärt. Aber der kann gut Ecken schießen, deswegen will ich ihn im Team haben, auf jeden Fall. Gommis? Ich wusste doch. Gommis? Ich stell mir dann vor, dass es der echte Gommis ist. Vielleicht ist es sogar der echte Gommis. Nur so ein... De Bruyne. Ich glaube sogar, dass es der echte Gommis ist. Weil Gommis so schon mal mit Z und mit S. Das ist sein Zwillingsbruder, sein böser Zwillingsbruder. Wow! Jetzt kann der Torwart sich gleich... Das ist so ein schlechtes... Es ist so schlecht, Mann. ...gleich den Ball zum Abstoß zurechtlegen. Wow. Denn der Ball war im Tor aus. War das? Wow. Schupo-Motiv. Grandiose Attacke. Schaffen wir diesmal sogar den Titel in der Zehnten Liga. Übrigens... Das sieht gefährlich aus. Snitch! Abgewehrt. Wow! Elfmeter. Ich wollte gerade... Ah gut, er ist hingefallen. Ja. Machst du wohl nix. Jetzt geht noch die Folge, wo wir dieses hässlichste Stadion der Welt haben. Mit diesen Kreisen. Dieses Stadion ist schön. Und das ist nicht schön! Fuck. Gommis? Wie er tanzt. Das war voll... Diese Kamper voll dumm. Dieser Tanz einfach nur. Damit, wie schlecht. Erstmal den Ball verkackt bei ihm, also er. Das ist jetzt seine Chance. Oh! Der Schiedsrichterassistent zeigt an, Eckball wird's geben. Gommis? Ja, Gommis. Ich weiß gar nicht, wie gut der echte Gommis ist, der mal bei Bayern gespielt hat. Das ja! Für den Torwart hier. Nee, nicht wirklich. Also, das war easy. Das sind zwar 3 Euro ins Phrasenschwein, aber man sieht's hier, das ist ein Mannschaftsspiel. Ein so hohes und... Wenn der reingegangen wäre, das wäre das Göttlichste auf der Welt gewesen, was ich je gesehen habe. Gommis. Erstmal so unfähig zu sein, mit dem Tor herauszurennen, wenn man gegen einen Online-Spieler spielt. Das ist das Dümmste, was... Selbst für mich ist das Dümmste, was man tun kann. Außer Eigentore schießen. John Obi Mikel. Das wäre noch dümmer. Nein! Das ist Gommis und das ist der Scheiße und... Wow. Mach ihn weg. Mach den Haufen weg. Den du hingemacht hast. Wow! War mein Abwehr ist dann doch ziemlich gut. Und das ist eine Karte. Und es muss nachher noch Geld geben. Wenn der nächste ausgepfiffen wird. Erstmal wieder richtig geil geklärt von Trapp. Okay. Bei ihm läuft es wohl jetzt wieder so langsam so. Hat ihm den Ball ja förmlich vom Fuß gestohlen. So was regt mich auf, Mann. Das könnte was werden. Alter, Trapp macht sich jetzt richtig gut. Kannst du mir jetzt Geld geben? Ja. Tritt er aber auch den. Ja, das war das V von vorhin. Und zwar mit vollem Recht. Ja, das war es von vorhin. Das war. Ich wusste, dass er dann auch nachts nicht Geld kriegt, weil das war schon hart. Es war eigentlich klar, dass er dann noch nachträglich Geld kriegt. Es war richtig klar. Sydney Sam. Es war so klar wie das Schubomoting ein Tor macht. Da ist ein Spieler am Boden, könnte sein, dass er sich gezerrt hat. Bitte nicht meiner, wir können ja raus. Ball war im Tor aus. Eckball. Bräune? Kagawa! Kagawa!
Pfeil kannst du cool Ecken schießen. Oh, das war nice, oder? Ja! 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 Dieses späte Tor, das war wirklich Gift für den Gegner. Ja, also das ist, naja, man soll ja vorsichtig sein mit Vorentscheidung, aber das ist natürlich schon ein leichter Hinweis, in welche Richtung das hier laufen wird. Wow, shit, damn it. Ich mag den Sieg. Die Zeit zum Wechseln ist gekommen. Er hat nicht mal gewechselt. Er hat wirklich nicht gewechselt. Werbung für den Fußballsport. Sensationell. Also das ist wirklich ein ganz, ganz großer Kick hier. Großes Kino. Ja, gleich wird es noch größer. Ja, liebe Zuschauer. Ich kann da aber noch eins machen, weil ich mich so like. I really like you. To want me. Was? Hab ein bisschen spät gepfiffen, meiner Meinung nach. Da, wieder so ein Ding. Abseits oder nicht. Oh. Was? Es kann nicht das ein Ernst sein von Gomez? Nein. Ja gut, ich bin ja mal schwer. Hat er einigermaßen gut gemacht. Oh nein, der letzte Feldspieler schafft es. Beim letzten Feldspieler verkackt es nicht, Sam. Er hüpft wie ein Känguru und ist damit der Grätsche entgangen. Aber er hat den Ball schon leicht, er hat seine Spur leicht verloren. Das ist halt, mein dieser Controller ist so scheiße. Matic. Trapp, den musst du locker haben. Hast du auch, alles gut. Alter. Oh komm, jetzt, Kagawa, Junge. Aber besser kannst du auch nicht halten. Also, wer macht hier den Treffer? Junge, Kagawa. Gegen solche Torhüter, keiner. Unglaublich. Den Schuss von Kagawa gesehen, der Tor ist noch reingekommen, rangegangen, sich irgendwie komisch fand. Das müssen wir nicht loben. Nee, ist doch verfangen. Aber er kann den Ball nicht festhalten. Nein! Der Bruyne, das ist doch mein Leben! Da fasst er sich ein Herz, zieht ab und ist beinahe auch noch... Der Bruyne! Diego, dann De Bruyne. Obwohl, wir brauchen De Bruyne für die Ecken. Ich glaube, Diego kann die nicht so geil spielen, auch wenn er besser passen kann. Aber er kann halt nicht so gut flanken. Jetzt kommt der Gegner wieder nicht. Jetzt kommt der Gegner wieder nicht. Der wartet nur darauf, dass ich das Spiel verlasse, was ich aber nicht tue. Snitch. Auch erfolgreich. Eine knappe Kiste, in der Tat. Stößt du bitte mal ab? Danke. Erstmal Kagawa Williams weggecheckt. Ah Mann! Der Pass kam wieder scheiße, Mann. AFK. Und was entscheidet der Schiedsrichter? Nein, wir müssen wieder Freistoß schießen. Junge! Verlass doch das Spiel, wenn du AFK bist, Mann! Jo! Der ist übelst AFK, sag ich nur.
Der spielt gar nicht mehr. Ich kann einfach den Ball wegnehmen. Ich schieße es einfach rein. Und Achtung, genau hingeschaut. Und wow. Und jetzt. Impressive. Nein, ich muss er wieder abwerfen. Nein! Auf K. Jo. Das ist computeranimiert, das ist so lollig. Ja, es gibt einen Wurf. Weil er einfach AFK, der ist einfach AFK. Aber gut, das ist ein Sieg für uns. Weil ich sicher noch ein Tor hinkriege. Gegen jemanden, der AFK ist. Frage, es reicht mir die Zeit dafür, wie so scheiße wie ich bin. Riesenpatzer in der Abwehr. Guck mal. Ja! Jess, das ist einfach fun. Komm, jetzt machen wir noch eine Torgala. Gegen einen Jungen, der AFK ist, Mann. Aber gut, ist unser Sieg. Ist kein Problem. Bring me down, candlelight now. Ist er nicht mehr AFK? Boah, ist nicht mehr AFK. Er spielt wieder. Wow. Impressive! Er ist nicht mehr AFK! Wahrscheinlich hat er gewartet, bis er ein Typ, dass ich ein Tor kriege. Wer schneller, Trapp oder er? Trapp. Es muss ein Wurf geben. Schade! Wir können ihn so richtig abfeiern gegen jemanden, der AFK ist. Aber anscheinend müssen wir nochmal spielen. Schönes Stellungsspiel, so kann er den wahrscheinlich hat er, wurde gerade, wenn es ein Junge ist, so von seiner Mutter gerufen und so. Ich bin gerade nicht FIFA spielen, ja, komm trotzdem. Da passte ja. Wieso kann er nicht? Wieso? Das ist ein Verfallen, das ist der Beste in unserem Schuss hier. Mit Unvermögen zu tun. Und es wieder auf eine Situation, die zu einem Treffer führen muss. Schau mal, wo eine Sekunde wieder AFK, ich bin mit dem Ball. So macht man das. Wow, impressive! 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 Das macht gute Laune, wenn wir so gut spielen. Das ist für ihn natürlich eine üble Geschichte, aber tut es. Oh, das ist er wieder AFK, Mann! Egal aus welchem Grund du AFK bist. Hör damit auf! Ich sprinte gar nicht. Ich laufe so durch. Da steht er uns und deswegen hat er null Probleme. Ja, aber das war auch nicht wirklich eine schwierige Aufgabe. Ich warte wieder auf den AFK-Mann. Es sieht so aus, als würde die Gastmannschaft jetzt auf das Mittel der Abseitsfalle setzen. Und das ist natürlich immer gefährlich, wenn da nur einer hinten versagt. Jetzt geht er rein! Ja, im Vorgelaufen mit Kagawa! Tja, was soll man da jetzt noch sagen? Gar nichts. Das ist nicht das Spiel des Torhüters. Ich bin einfach ins Tor gelaufen. Ganz klar. So, das Anziehen der Fußballschuhe dürfte anstrengender gewesen sein als dieser Treffer. Eine der leichteren Übungen. Ich warte, bis der AFK automatisch ist. Lock, lock, la, la, la. Ach komm, die Freude gönnen mir auch meinen Treffer. Wow, shit! Oh yeah! Das Frank nennt man wohl eine deutliche Sprache jetzt. Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass da alle nochmal was ändern. Wenn man hinschaut, den hätte kein Torhüter der
Welt gehalten. Absolut unerreichbar für den Keeper in die Ecke. Ja, sieh ich mal, Manuel Neuer hat die Linke gehalten. Stimmt schon. Ja, impressive. Ich will mal. Hilfe. Oh ja. Ich will, dass Rangaro noch einen Treffer macht. Wow, impressive. Hi, den Helter. Unfassbar. Es geht doch. Es geht doch. Hi. 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 Wow. 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 Yeah, wow. Wow. Das war's mal, Leute. Bis zum nächsten Mal. Yeah. Ciao.